Bogdan Jančar in der Nachspielzeit. Diese richtig starke Ballmitnahme von Jančar, der lässt Rainer aussteigen und bezwingt Shahin Radlinger. Ja, es ist natürlich eine schöne Auszeichnung, aber ich glaube trotzdem, dass man das auch ein bisschen relativieren muss. Ich glaube, dass ich jetzt auch durch die Mannschaft diesen Titel natürlich auch holen kann, weil ja, die Mannschaft mich dann dementsprechend einsetzt, dass ich dann auch meine Qualitäten ausspielen kann. Und deswegen glaube ich, ist es eine Sache, die der ganzen Mannschaft gehört, glaube ich. Wunderschöne Aktion von Ja, hat schon einen großen Stellenwert. Das ist das zweite Mal, dass ich das jetzt so gewinne. Ich habe ja bei Salzburg das damals auch gewonnen, aber es hat jetzt, glaube ich, schon einen höheren Stellenwert, weil wir, glaube ich, eine sehr gute Saison mit Sturm Graz gespielt haben und das ist mein Heimatverein. Und wenn du dann da so eine Auszeichnung bekommst bei dem Verein, wo du groß geworden bist, ist es sicherlich höher einzuschätzen als wie die anderen. Und Jančar ist sowas von cool vor dem Tor. Ich glaube einfach, dass die Art und Weise ist, wie wir Fußball spielen. Das wird dann auch sehr honoriert, glaube ich, von den Fans. Und das ist auch das, was die Fans sehen wollen. Ich kenne viele Leute, die in der Kurve stehen, die sich mit dem Verein extrem identifizieren, die ja gewisse Ideale haben, wie sie ihren Verein sehen wollen. Und ich glaube, dass wir relativ viel von dem jetzt verkörpern und relativ viel von dem zurückgeben. Und dann entsteht eine gewisse Energie. Und das ist, glaube ich, da in Graz nochmal besonders, auch wenn wir schlechte Tage haben oder schlechte Spiele haben, wird trotzdem gefeiert und das ist schon eine wahnsinnige Unterstützung. Und ich glaube, durch Corona natürlich, die Fans waren froh, dass sie jetzt wieder ins Stadion haben können. Und es ist dann schon schön zu sehen, wie das auch für uns Spieler dann honoriert wird, wenn man wieder so viele Zuschauer im Stadion hat. Mit dem tollen Zuspiel auf Jakob Jančar, der löst das cool und abgezockt. Der Ausgleichstreffer, der Stürmer. Mit seinem bereits 13. Saisontor, das bedeutet einen neuen persönlichen Bundesliga-Rekord für ihn. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich in der Mannschaft spielen kann. Wir haben sehr viele Spieler, die sehr erfolgsorientiert denken, sehr viele Spieler, die sehr hungrig sind. Und ich glaube, dass das sehr entscheidend ist in einer Mannschaft, dass viele Spieler in eine gewisse Richtung denken. Und je mehr Spieler du hast, die an das Maximum streben und erfolgreich denken, desto besser kannst du Fußball spielen. Und ja, wie gesagt, also so einen Titel gewinnst du nur, wenn du als Mannschaft funktionieren kannst. Da können auch einzelne Spieler dann funktionieren. Und ich glaube, dass uns das als Sturm Graz auch auszeichnet und dass das auch Sturm Graz dann auch besonders macht.